Da habe ich doch in meinem letzten Rote-Beete-Video gesagt, ich gehe jetzt los Kirschen pflücken. Von meinem hier Sauerkirschbaum. Und wie wir so mit dem Videodreh fertig sind, sagt Flo, machen wir da eigentlich auch ein Video zu, wie du Marmelade machst. Und ich, nee, war eigentlich nicht geplant. Aber sagt er, du wolltest doch 3 Sorten Marmelade machen aus Kirschen. Ich sage, ja. Und Flo dann nur ganz trocken. Das könnte die Leute auch interessieren. Also machen wir jetzt ein Video. 3 verschiedene Sorten Sauerkirschmarmelade. Nach dem Vorspann geht's los. Bis gleich. Flori? Ja? Kannst du mir mal einen Gefallen tun? Was denn? Probier mal eine Kirsche. Na gut. Und die war ganz schön sauer. Doch meistens die auch Sauerkirschen. Ja, wie Sie sehen, wir pflücken hier unsere Kirschen vom Baum. Da sind erstaunlich viele dran in diesem Jahr. Und da sind noch nicht mal die Vögel dran gewesen. Ja, sonst gehe ich ja immer davon aus, dass die Kirschen eher den Vögeln gehören, anstatt uns. Aber in diesem Jahr haben wir einfach mal Glück. Und ja, gibt es dann Kirschmarmelade. So, Flo, noch eine essen oder lieber nicht? Nee, danke. Okay, so, wir machen mal weiter. So, ich weiß ja nicht, ob Sie mich sehen können, ne? Aber bin jetzt hier in der Baumkrone. Und ich weiß nicht, ob Sie mich jetzt gleich für bekloppt halten oder nicht. Das ist mir auch ehrlich gesagt relativ egal. Aber ich bin ja jemand, der mit seinen Bäumen redet. Und dieser hier, dieser Kirschbaum und ich, wir haben ein echt spezielles Verhältnis. Ich habe damals, bevor ich mit YouTube angefangen habe, schon einen Garten gehabt. Und da stand dieser Baum ganz klein in meinem Garten. Dann bin ich halt zu diesem Garten gekommen. Und habe mir geschworen, ich nehme diesen Baum mit und egal was passiert, dieser Baum wird immer bei mir bleiben. Das habe ich ihm auch gesagt. Und das ist jetzt ganze 7 Jahre her. Jetzt bin ich 7 Jahre in diesem Garten und er hat ohne Kirsche. Verwunderlich in dem Kirschbaum, dass man Kirschen findet, ne? Na jedenfalls, dann komm her hier. Steht er jetzt hier 7 Jahre lang mitten in meinem Gemüsegarten. Und er hat immer wunderschön geblüht. Hat auch ein paar Kirschen dran gehabt. Aber ich sag mal, unsere gefiederten Freunde fanden die Kirschen wohl damals sehr lecker. In diesem Jahr offensichtlich nicht. Oder der Kirschbaum selber sondert in diesem Jahr irgendwas ab, dass die Vögel hier nicht rangehen, weil es gibt zwar so 2, 3 Kirschen, die wirklich angeknabbert sind von Vögeln, aber sonst sind das wunderschöne Kirschen. Die zeige ich Ihnen gleich, wenn ich da mal aus diesem Kirschbaum rauskomme, beziehungsweise dann irgendwann mal keine Kirschen mehr finde, weil irgendwie, egal wo man sich hinbewegt, findet man noch Kirschen. Aber gleich dürfte Schluss sein. Und das, was da noch dran ist, das dürfen sich dann auch gerne die Vögel holen. Weil ganz so gemein will ich ja nicht sein. So, ich sag mal, bis gleich, wenn ich vom Baum komme. 2 randvolle Schalen mit Sauerkirschen. Ja, und mein Bäumchen ist leer. Gut, so 2, 3 werde ich wohl vergessen haben. Aber das ist egal, weil wie gesagt, die können sich gerne die Vögel holen. Ich gehe jetzt in meine Hütte und werde die Dinger, so gut es geht, von Stielen und sowas befreien. Tja, und dann geht es schon weiter.
dann mache ich Kirschmarmelade. Und welche Sorten? Das sage ich Ihnen, wenn es dann soweit ist, weil da ist echt eine total spannende Sache bei. Also bleibt Ihnen nur noch dranbleiben am Video. Kirschmarmelade. Haben Sie schon mal 6,5 Kilo Kirschen entsteint und sauber gemacht? Wir gerade schon. Darum ist es jetzt auch schon sehr spät. Aber jetzt geht's an meine Marmelade. Und das wird wahrscheinlich eine abendliche Veranstaltung hier werden. Obwohl ich gesagt habe, ich werde das erstmal so weit fertig machen und morgen mache ich dann die Marmelade draus, weil irgendwann wird ja auch dunkel hier. Auch wenn wir hier unsere schönen Lichterketten mittlerweile hängen haben. Aber eine Nachtschicht möchte ich dann doch nicht machen. Also gehen diese ganzen Kirschen jetzt hier, wie Sie sehen, sehr schön, alle entsteint, hier hinein. Mit sehr viel Flüssigkeit, die da nachher unten rauskommt wahrscheinlich. So, hier rein. Ich mag ja Kirschen, ne? Und besonders Sauerkirschen sind so eine Sache. So. Die sind so, ja, für Marmelade einfach top. Und bei der Marmelade, die ich mir jetzt vorgestellt habe zu machen, die Sie natürlich am Ende hier auch sehen. Wo mich Flo übrigens ganz schön für verrückt erklärt hat. Weil die eine Sorte ist schon interessant. Ich gehe mal etwas holen. Ich zeige Ihnen gleich, was ich meine. So, da bin ich wieder. Hier drin ist das, was ich probieren möchte, in die Marmelade mit reinzukriegen. Riecht gut. So sieht's aus. Soll ich mal näher rankommen? Guck mal. Tja. Und so sieht die ganze Schale aus. Ich möchte aber noch nicht zu viel verraten, weil das hier kommt erst am Ende des Videos in die Marmelade. Und es gibt einen ganz besonderen Geschmack. Bleibt Ihnen ja nur eins, ne? Dranbleiben und warten, bis ich soweit bin. Also, wir sehen uns gleich. Da habe ich doch wirklich hier Kirschen drin, wo ich vergessen habe, die Steine rauszumachen. So ein paar liegen da noch drin, aber ist egal. Weil ich möchte ja so eine Art Kirschmus oder so eine Creme-Marmelade machen. Also werde ich das Ganze nachher eh noch mal durch meine Flotte Lotte pressen und dann mit dem Häcksler schön klein machen, sodass ich alles, was da nicht reingehört, sprich also auch irgendwelche Kerne, die ich wohl vergessen habe, dass ich die dann los bin. Aber so sieht das schon mal ganz gut aus. Das blubbert ordentlich vor sich hin. Die Seite hier noch nicht ganz so, aber dieses hier. Und da ist wieder ein Kern. Naja, später. Und das Ganze lasse ich allerdings bis morgen dann abkühlen. Weil durch die Flotte Lotte pressen möchte ich das ungern heiß. Das mache ich nur mit Apfelmus. Also warte ich, bis es morgen kalt ist, dann durch, dann wiege ich das Ganze nochmal ab, damit ich dann auch genau weiß, wie viel ich davon habe. Und dann geht es endlich, letztlich unendlich, dann zur Marmelade über. Also, wenn ich hier gleich fertig bin, gehe ich erstmal ins Bett und wir sehen uns morgen, wenn es dann weitergeht, mit Kirschmarmelade. Dreierlei Sorten. Und welche das sind, sehen Sie dann zum Ende des Videos. Habe ich ja soweit jetzt erstmal alles fertig. Hier meine pürierten Kirschen, beziehungsweise meine durchgepressten durch die Flotte Lotte. Ich sage Ihnen, das war eine Sauarbeit. Und dann habe ich auch wirklich vergessen, das zu filmen, damit Sie das sehen. Aber ich sage mal, wie man mit der Flotten Lotte umgeht, das weiß man ja eigentlich. Also von daher denke ich mal, ist das jetzt nicht so eine tragische Geschichte. So, jetzt geht's los mit meiner ersten Kirschmarmelade. Meine erste Kirschmarmelade, die ich aus dieser
ganzen Masse machen möchte, ist eine ganz normale Kirschmarmelade. Also eine Sauerkirschmarmelade, so eine Creme-Marmelade. Dazu, weil es sehr viel ist, habe ich mir überlegt, nehme ich 2 Kilo. So. Oh. Sieht gut aus, ne? Da geht eine ganze Menge bei drauf, sehe ich gerade. Ich glaube, wir beschränken das gleich erstmal auf 1 Kilo. Ja, wir beschränken das auf 1 Kilo. Pro Sorte halt, ne? Ich meine, Marmelade machen, muss man ja ehrlich sagen, ist ja eigentlich eine einfache Geschichte, ne? Entweder so wie wir jetzt, man püriert den Kram, geliert Zucker zu, fertig. Also aufkochen lassen. Aber es hat doch immer wieder was Schönes, wenn man sich die Marmelade selber fertig machen kann, oder nicht? Ich finde das total schön. Das ist so, ich weiß, was ich drin habe und ich weiß, wie viel Zucker ich drin haben möchte und, und. Also das ist schon schön. So, jetzt kommt hier noch ein kleiner Schuss Zitrone mit rein. Hat Oma früher immer gesagt, hilft beim Gelieren. Gut. Und was Oma sagt, ist immer richtig. So, meine Lieben. Und jetzt geht das Ganze hier gleich auf den Herd. Aber dazu muss ich mir vorher erstmal Strom holen. Sonst läuft hier nichts. Wir sehen uns gleich. Ich weiß, Sie können mich nicht sehen, aber man kann mich ja hören. Und das ist ja schon mal ein Anfang. Wissen Sie, in einem guten, aufgeräumten Haushalt findet sich alles. Und auch der Gelierzucker und mein Rührstab. Sag mal, ist da gerade ein Schmetterling vorgeflogen? Ja, das ist ja schön. So. Es ist super, wenn man am helllichten Tag Marmelade kocht, was ja nicht schlimm ist, was kann man ja machen. Das Problem ist, man sieht bei der Herdplatte nichts. So, jetzt wird's heiß hier. Ich habe hier vorne meine Gläser. Die habe ich alle einmal ausgespült, richtig schön heiß, wie man das kennt. Einmal mit Essigwasser, das gleiche habe ich mit den Deckeln gemacht. Bei Marmelade müssen die nicht vorher im Wasser schwimmen, sodass man die rausnimmt. Das gleiche ist, ich kenne das von meinen Großeltern noch. Oma hat immer Marmelade eingefüllt, Deckel drauf, umgedreht. Ziehen sich besser zu. Kann man machen, stimmt. Aber der gleiche Effekt ist, wenn sie es richtig rumstehen lassen. Also von daher ist es eigentlich egal, wie sie es machen. Der eine macht so, der andere macht so. So, das fängt jetzt hier langsam an zu köcheln. Geht ja bei so einem Induktionsfeld relativ schnell. So, dass ich jetzt schon meinen Gelierzucker nehmen kann. Und das Ganze hineingeben kann. Und wie man immer so schön sagt, sprudelnd aufkochen. Und dann immer so 3 Minuten. Ich mache das immer im Moment, so 4-5 Minuten sogar. Dann mache ich eine Gelierprobe. Diese Gelierprobe ist ganz einfach. Da kommt ein bisschen von der aufschäumenden Marmelade auf einen Teller. Und das lässt man einen Moment stehen. Und wenn es dann fest wird, ja, dann ist die Marmelade schon soweit fertig. Also eigentlich kein Hexenwerk. Ich sag ja, Marmelade machen ist gar nicht so schwierig. Das hat jetzt bestimmt geknistert im Mikrofon, ne? So, wie gesagt, es ist kein Hexenwerk, aber es ist halt schön, es selber zu machen. Und wir haben im letzten Jahr haben wir Erdbeermarmelade selber gemacht. Ja, auch eine einfache Geschichte, ne? Da haben wir es nur nicht püriert, da haben wir Stückchen gelassen. Nun waren das allerdings so viele Erdbeeren,
dass wir in diesem Jahr immer noch Erdbeermarmelade über haben. Also haben wir gesagt, gibt es dieses Jahr Kirschmarmelade. So, jetzt warten wir mal, dass das hier aufkocht. Da müssen Sie nicht warten. Wie sowas aufkocht, das sehen Sie ja. Und das kennen Sie ja. Also ich sag mal, wir sehen uns gleich zum Abfüllen. Ne? Bis gleich. Sprudelnd aufkochen. Ja, das tut sie gerade. Und wir haben hier ganz nette Wespen mittlerweile. Ich meine, die sind ja nicht tragisch, die tun einem auch nichts. Wir haben ja auch an unserer Hütte hinten ein Nest. Das ist total cool. Die tun einem nichts. Die wollen halt nur ihren Anteil haben. Und den können sie meinetwegen noch haben. Ich stelle nachher Tellerchen hin und dann lasse ich den ein paar Tage stehen und die holen sich das weg. So, ja. Kocht schon schön auf. Und jetzt kommen wir mal zu dieser Gelierprobe, die ich vorhin gesagt habe. Dann nehme ich einfach mal so eine Kelle. So. Bisschen hin und her. Und schon sehe ich, dass es anfängt zu gelieren. Also sprich, fest wird. Da, können Sie es sehen? Ein bisschen schlägt es, ich sag mal, Wellen. Das heißt für mich, ausmachen, noch ein-, zweimal umrühren und Platz auf meinem kleinen Herd schaffen. So. Und dann geht das los, dann nehmen wir uns hier ein schönes Glas. So. Ein paar Mal umrühren, dann noch mal gucken, hält. Und dann kommt der Moment. Wo sich einer ärgert. Und das ist Flo. Ich bin ja netter, ne? Hier kann ich auch die Brille absetzen, hier sehe ich was. Achso, jetzt habe ich den Löffel auch noch falsch rum gegeben. Aber egal. Er macht so. Also, Kirschmarmelade ist was geworden. Gut, wie gesagt, es ist ja kein Hexenwerk, eine ganz normale Kirschmarmelade zu herzustellen. Ne? Gut, die sollte jetzt halt cremig werden. So. Und schon den Satz abfüllen. Das zeige ich Ihnen jetzt am ersten Glas. Die anderen mache ich dann so fertig. Und dann geht es gleich weiter mit der zweiten Sorte. Die kann ich Ihnen schon verraten. Ist Sauerkirsch mit Vanille. Also, Glas ist zu, sieht gut aus. Schön verschlossen, stelle ich jetzt hin. Auch nur abkühlen und schon ist es essfertig. Das Ganze mache ich jetzt fertig mit den anderen Gläsern und wir sehen uns gleich zum Vanille-Kirsch-Marmelade. Also bis gleich. Kirschmarmelade, die zweite. Ich habe da jetzt schon den Gelierzucker drin und jetzt kommt meine Vanille. Klar könnte ich jetzt auch eine Vanilleschote nehmen, die auskratzen und. Aber wie das so ist, wenn man sowas machen will, gibt es keine. Ich war in gefühlt 7 Millionen Läden hier. Und wir haben genug, glauben Sie mir. Es gab nicht eine einzige Vanilleschote. Aber hier diese Vanillemühle, die funktioniert auch gut. Da drehe ich mir jetzt so langsam meine Vanille rein. Ja. Und dann das gleiche Spiel wie bei der ersten. Da haben wir übrigens 6 Gläser und einen Schluck rausgekriegt. Haben wir also gleich was für morgen früh. Die spannendste Geschichte wird natürlich jetzt gleich werden bei der dritten Sorte der Marmelade. Was wird das wohl sein? Tja, bleiben Sie mal dran. Das zeige ich Ihnen gleich. Ich mache jetzt diese Marmelade fertig. Und danach geht's los. Was werde ich wohl daraus machen? Verrate ich gleich. So, die dritte Marmelade.
Können Sie sich noch dran erinnern? Am Anfang des Videos habe ich Sie gefragt, ob Sie wissen, was das hier ist. Schwierig zu beantworten, ne? Lässt sich ganz leicht brechen. Der Inhalt schmeckt ziemlich bitter. Aber ich tippe mal, jeder von Ihnen mag es. Und Ihre Kinder sollten lieber nicht zu viel davon essen. Gut, ich sag mal, von diesen Sachen hier jetzt würden die Kinder sowieso nichts essen. Weil das ist wirklich sehr bitter. Es ist eine Kakaobohne. Ja, ich habe mir Kakaobohnen besorgt. Und diese besagten Kakaobohnen geben mir nun mal den Schokoladengeschmack. Das kommt da gleich rein. Da diese Kakaobohnen ein bisschen fester sind und ich das sehr klein haben muss, aber auch nachher keine Stücke haben möchte, muss ich es zuerst hiermit mit meinem kleinen Häcksler, den ich von meiner Oma damals geerbt habe, erstmal zerkleinern. Das habe ich natürlich schon gemacht. Das ist jetzt hier drin. Das ist gar nicht wenig. Und das Ganze kommt jetzt erstmal in unsere Kirschmasse. So mit so einem Teebeutel da hinein. Und dann lassen wir das erstmal aufkochen. Weil ich möchte ja lediglich den Geschmack dieser Kakaobohnen in meine Marmelade bekommen. Und dann später, dazu sehen wir uns gleich, gieße ich dann den Gelierzucker rein, lasse das wie immer sprudelnd aufkochen und dann dürfte meine Schokoladenkirschmarmelade fertig sein. Ich warte jetzt hier einen Moment, bis das kocht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, zwischenzeitlich noch eine Kakaobohne essen, ne? Bis gleich. Schön einmal die Flossen verbrannt. So, da kommt jetzt hier mein Kakao wieder raus. Und Sie glauben gar nicht, wie gut das duftet. Nach Schokolade. Flo sagt eben, toll. Ich sag, ja. Und jetzt, aua, jetzt kommt der Gelierzucker da rein. Und dann wie immer sprudelnd aufkochen. Also, meine Mama sagt ja immer, Björn, wie kommst du eigentlich auf solche Ideen? Ja, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Auf solche Ideen sind ja nicht mal Oma und Opa damals gekommen. Oma und Opa haben die normalen Sachen gemacht. Gut, heute guckt man ein bisschen über den Tellerrand. Heute probiert man mal was anderes aus. Aber das hier hatte ich schon viel länger im Kopf. So. Jetzt einmal aufkochen. Jetzt kann ich natürlich hier auf meinen Teller nachher keine Gelierprobe machen. Also nehme ich mir ein Deckel. Heute ist Flugzeugtag. Und Hubschraubertag. So. Ja, wie gesagt, ich koche das jetzt wieder auf. Und hier ist das Interessante daran. Bei dem anderen habe ich ja den Zucker immer gleich mit reingegossen und habe es dann aufkochen lassen. Hier hat es schon gekocht, hier braucht der Zucker deutlich länger. Was man nicht alles lernt, wenn man gewisse Dinge selber macht, oder? Und auch ich, auch wenn ich von Oma und Opa unheimlich viel gelernt habe. Aber
in meinem Gartenanbau lerne ich immer noch dazu und ich lerne von Ihnen. Und da möchte ich einmal Danke sagen. Danke für die vielen Kommentare, die da drunter unter meinen Videos mittlerweile sind. Auch mal Kritik, was ich auch sehr schön finde. Auch mal zu hören, zu sagen, das mache ich anders. Und einiges werde ich auch mal annehmen. Einiges werde ich mir auch mal auf die Fahne für nächstes Jahr schreiben. Werde ich mal ausprobieren. War beim Rote-Bierte-Video übrigens ein Kommentar drunter. Ich gesagt habe, das musste man machen. Und zwar hat da eine nette Person drunter geschrieben, dass sie die rote Beete vorher doch wäscht und den Sud vom Abkochen der rote Beete dann nachher als Geschmacksträger für den Sud der eingekochten rote Beete nimmt. Fand ich total interessant, werde ich nächstes Jahr mal ausprobieren. Also dafür mal Dankeschön für so einen Kommentar, da freue ich mich immer drüber. Und tja, meine Marmelade hier, die fängt langsam an zu kochen. Wir sehen uns also gleich wieder. Wenn die dann fertig ist und ich meine Gelierprobe mache, dann kann ich mir nämlich nochmal schnell einen Teller holen. Sieht ein bisschen besser aus als auf dem Deckel. Ne? Also bis gleich. Sie glauben gar nicht, wie das hier nach Schokolade riecht. Und wie Sie sehen, sie ist noch dunkler als die andere. Und sie geliert unheimlich gut. Aber wichtiger als die Gelierprobe ist ja noch die sogenannte wichtige Kostprobe, die ich jetzt mal mache. Also es riecht Bombe. Das riecht richtig schön nach Schokolade. Flo hat übrigens gerade gefragt, ob man da nicht einfach auch einen Löffel Kakao mit reinmachen könnte. Ja, aber den ungesüßten. Das ginge. Du Wespe, du, dich brauche ich gerade nicht. Das ginge. Was nicht geht, da fragte Flo auch, ein Stück Schokolade damit reinzubringen. Nee, funktioniert nicht. Sowas klappt nicht, aber eine Kakaobohne geht. Das ist unglaublich. Also, wenn Sie das riechen und schmecken könnten. Wahnsinn. Also wirklich super, super lecker. Und ich sag mal so, da Sie es ja nicht probieren können, Flo aber, bitteschön, kommt wieder Daumen hoch. bleibt Ihnen ja eigentlich nur, das nachzumachen. Fragen Sie mich aber nicht, wo Sie in Ihrer Nähe Kakaobohnen herkriegen. Also, wir haben das bei uns durch Zufall in Stralsund in einem Schokoladenladen gefunden. Also machen Sie sich ruhig mal auf die Suche. Und dann nicht unbedingt nur Kirschen. Es gibt ja noch jede Menge andere Früchte. Zum Beispiel Heidelbeeren. Könnte ich mir auch gut vorstellen mit Schokolade. Und. Also, da bleibt ja der Fantasie keine Grenze gesetzt, ne? So. Also, ich tippe mal, das werden auch wieder 6 Gläschen. Und dann haben wir insgesamt ganze 18 Gläser Kirschmarmelade. Normale, Vanille und Schokolade. Ich hoffe, Sie hatten wieder ein bisschen Spaß an diesem Video. Auch wenn unsere Videos im Moment wieder ganz schön lang werden, aber ich finde schon sehr informativ und mal wieder was anderes. Ihnen jetzt einen schönen Sonntag.
bleiben Sie mir treu. Daumen hoch fürs Video. Kommentare drunter, wenn Sie Lust haben, wie Sie die Idee finden, was Sie vielleicht anders machen würden. Und machen Sie Werbung. Bleiben Sie mir treu. Ich werde jetzt, wie gesagt, abfüllen. Danach lassen wir sie auskühlen und dann gibt es ein schönes Brot mit Kirschmarmelade. Welche Sorte kann ich mir hier aussuchen? Also, bleiben Sie kreativ in Ihrem Garten. Bis nächste Woche Sonntag. Also, tschüssi.